Wir haben letztens im Stream Stadtland Fluss gespielt, aber in der Anime-Edition, zwar mit Fanta, Zuckerhauser und Kam. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Stadtland Fluss-Regeln, wir haben nur Anime-Begriffe eingesetzt. Wir hatten dann sowas wie, nenne einen Anime-Namen, nenne eine Waifu, also einfach nur eine weibliche Person, nenne ein Husbando, also eine männliche Person, dann noch eine Waffe oder eine Fähigkeit nennen und dann noch einen Ort und dann mussten wir noch unseren eigenen Anime ausdenken, also vom Namen her. Und es war wirklich mega lustig, hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Also, what, yo, geht einfach los, okay. Viel Glück. Wir da alles gleich hinschreiben, die alles gleich an den Namen hinschreiben. Ernsthaft? Ja, ich denke schon, das ist so obvious. Wait a second, ich muss überlegen. Ich bin so überfordert. Ich werde mich auch zwischendurch vermuten, um drüber zu reden. Ey, das Einzige, woran ich gerade denke, ist Peanuts. Ich weiß Stark. Nicht. Ich weiß es nicht, warum. Ist, es ist gerade schwerer als so, es ist so belastend, ist so? Wirklich. Es ist so belastend. Okay. Wir haben jetzt Ponchito. Ich weiß nicht, ob das zählt. Hieß er so? Ponchita? Also, Ponchita hieß er, oder? Ponchita. Fähigkeit. Ist ganz schwer. Power. Power. Stimmt hier nicht. Ort. Palast. Palast. Palace. Was sagst du zu Waifu Perla? Dies, Insel? Safe. Feinde. Erfundene Anime-Name? Habt ihr eine Waffe, P? Oh mein Gott. Fähigkeit und Waffe, okay. Power eines Gottes. Masudo, kann ich dir in DMs eine Frage stellen? Ich weiß nicht, ob das ein Anime ist oder nicht. Ja, nee, da musst du jetzt muss Holland gehen. Ja. Wie schreibt man geerbt? Warte, Hilfe. Ja, egal. Oh nein, ich hab was gefunden. Oh mein Gott, ich bin so smart. Wie schreibt man geerbt? Ich weiß nicht, eins vorbei. Perfekt. Bekommen. Also. Von. Ich bin erst bei Waifu, oh mein Gott. Bekommen von einer Göttin, keine Ahnung. Powergun. Powergun, weiß ich, ob das gibt. Das gibt Powergun. Power. Power Gun, Power Fehlen, Punch, Power Slap, Power Stark. Power. Also. Beam, Power Beam. Ist eine Waffe. Beam, Power Beam. Denke ich. Ich denke, ja, doch, ist eine Waffe. Eine Frage: Bei Waifu muss ja keine Waifu sein, sondern einfach ein Waifu. Nein, irgendwer. Oh, okay, ich hab einen. Bam. Also, gibt's auch eine Pokémon-Attacke? Power Punch. Oh mein Gott. Welcher Wichser? Ich hab so lange überlegt, wirklich. Ich hab so lange überlegt. Ich hab mit einem Waffen nicht klargekommen. Okay, wir reden jetzt drüber. Jetzt kommt die. Anime-Name als erstes. Ja. Ich würde sagen. Ich war Prison School. Ja. Stark? Oh, Power! Oh mein Gott! Ihr wisst ja, der Pan ist, oder? Ja. Ja, die aus Changwa. Ja, genau. Picora? Wer ist Picora? Picora hat ich auch so eine YouTuberin. Yo. Ja, aber. Ist YouTuber zählt das? Ja, das ist ja kein Anime so. Es geht mit über Anime, ja? Dann habe ich. Okay. Weiß ich, zählt das hier Pochita gelten? Also, ich bin Pochita schon hot. Also, würdet ihr sagen, das ist ein Boy? Also wenn ihr Pochita zählt, dann ist auch zählen. Also, Pochita ist ein bisschen zu viel des Guten. Leute, Pochita ist ein Girl. Was? Naja, das wurde vom Dann haut mich raus. Lass mir Pummelluft zählen? Nein, oder? Ich würde auch nicht Nein sagen. Okay. Ey, aber fehlt kein Panzer, ist schon ein bisschen illegal. Panzer finde ich gut. Panzer ist von Girls und Panzer. Ja, finde ich gut, ist richtig. Ja, okay. Oh, Digga, ist mit dem. Mann, warum ist das nicht eingefallen? Ich sag. Hank Hazard, er ist. Krass, ich bin gut, alles durchgegangen. Ja, ich bin Paradiesinsel. Ist es okay, dass ich Insel geschrieben habe statt Island? So Paradiesinsel geht klar. Ja, alles geil. Gut. Ja, oh mein Gott. Was ich meine. Paradise, ja, natürlich. Okay. Oh mein Gott. Erfundene. Ich bin irgendwie nicht dazu gekommen auf erfundene Name. Power eines Gottes bekommen von einer Göttin. Dankeschön. Ja, ich hab diesen Satz fünfmal verändert, wirklich. Ich hab den Satz fünfmal verändert. Mir ist doch nichts eingefallen. Schreib doch wenigstens auf Englisch oder so, da macht's Sinn. Beim nächsten Mal. Mach so wie ich. Ja, actually ist das echt cool.
Ja. Ey, das ist echt gut, das kann echt so, das kann wirklich 100% so ein Titel sein, wirklich. Ich schwöre. Du meinst, ist so ein Titel, der schlecht auf Deutsch übersetzt wurde? Ich schwöre. Hey, oh mein Gott. Eren Jäger. Erased, Waifu, Emilia, Husbando. Ich brauche einen Husband mit E. Erwin. Wie heißt der Nachname? Erwin? Egal. Fähigkeit, Erdbeben. Estef! Oh, Estef ist auch gut. Schreibt man Erdbeben Doppel-E? Ich glaub, Erdbeben? B? Nee. Beben mit ein E. Beben, oder? Ja. Smith. Oh, wenn das stimmt, Ort, Eiserne Festung. Erfundener Anime-Name. Oh mein Gott, ah ja, ich brauche was Kreatives, aber was Cooles, was Lustiges. Irgendetwas bei Ort? Nein! Digga, welcher? Wer war das? Doch auf, Digga. Digga, übertreib okay. Doch. Digga, ich, Junge, hä? Oh, Elfen, die so stark. Was ist aus dem Call geworden? Ihr könnt aber 10 Minuten Zeit haben. Wo ist der hingegangen? Also, anscheinend sind manche doch so gut, wirklich. Ich hab Evangelion gemacht. Ja, ich finde cool, dass wir alle was anderes haben, wirklich. Das ist nicht gut. Ich wollte eigentlich auch Evangelion schreiben und dachte mir, ey, der Anime heißt eigentlich so. Ja, stimmt, ne? Eigentlich also, ich finde das nicht. Ich würde das nicht, also nicht, also kein böses Blut, aber. Das ist schon. Ja, okay, also wenn du sagst, dann geh ich mit, Von, nee, von mir auch können wir es zählen lassen. Aber wir müssen uns halt drauf einigen. Ja, also ich werde. Ja, dann kann man halt. Was sagst du, Kam? Sagst du so? Also, okay, eigentlich ist es okay für mich so. Also, ja. Also, okay. Also mein im Chat sagt, das ist richtig. Okay, ja, ist okay. Ja, es heißt ja nie, und das ist Evangelion. Ja, also ich möchte okay. So. Mit oder Shinsei Evangelion. Gezwungenermaßen werde ich mich fügen. Let's go. Also, Estef ist krass, das Estef ist gut. Estef ist krass. Irina war die aus Food Wars, oder? Genau. Ja, ich wusste nicht, ich hab den Namen noch nicht gehört. Ich dachte, ich krieg Eren Jäger, aber das ist so. Eren Jäger? Nee, ich bin der Einzige, der Erwin Smith gemacht hat. Let's go. Ich dachte, ich hab das falsch geschrieben, was mit euch? Nein, man schreibt gefühlt in jeder Sprache anders. Erwin, boah, da geht's gut, ich krieg die schönen Punkte. Fähigkeit? Eisenpanzer, Digga! Eisenpanzer, wirklich! Ja, aus One Piece. Ja. Elektroschock, boah, das ist krass zu krass. Oh, Enies Lobby ist stark. Oh mein Gott, Fanta. Oh mein Gott. Enies Festung. Enies Lobby. Ja, ich bin darauf nicht gekommen. Eine Reise in das Wunderland, Junge. Jures Reise ins Zauberland. Nee, finde ich gut. Ja, wer wollte mich weg? Ich war noch am Schreiben. Da habe ich überlegt, ob es mit S so, und dann hat zu krass was mit gebuzzert. Mann. Junge, das ist okay, man muss viel schneller sein, als ich gedacht habe. Also. Ja, man muss so viel schneller sein. Digga, ja, aber ihr seid echt kreativ, wirklich. Krass. Ich chill einfach und ihr so. Ich bin so am Chillen. Okay. Nächste Runde, let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Anime. Warte. Wing. With you geht er durch. Name ist egal. Waifu. W. Boah, ich hab. W, was ist denn W für ein Waifu-Name? Ich hab einen krassen Anime. Was, wenn du Waifu. Walter. Denke ich. Walter ist bestimmt. Wie schreibt man das? Wie schreibt man den Ort aus One Piece? Digga, mein Charakter ist geil. Eine Kui. Erfundener Name. Wenn, ein Otaku. Ein Real-Life bekommt. Das kann ja so dein Name sein, wirklich. Okay, Waifu-Name. Oh mein Gott. Walzer. Walzer? Ist gut, Walzer ist gut. Walzer ist eine Pokémon-Attacke. Waifu. Wanda. Vivian. Was gibt's denn für W mit. Was gibt's denn W für einen Namen? Ich hab keine Ahnung. Ich finde Husband und Waifu so schwer. Ich überlege seit 5 Minuten gefühlt nur die beiden. Meiner ist so geil. Nur Anime oder können wir auch so Game-Charakter nehmen? Anime, nur Anime. Anime. Stadt, Land, Anime, so also. Ja, natürlich, aber es gibt halt so. Ne?
Ja, also wenn der Anime, ja, wenn es ein Anime-Game ist, wo der Charakter auch so ein Anime-Game ist, ja. Also so, Genshin Impact zum Beispiel, das würde ich jetzt dazu zählen. Nee, auch raus. Gut. Waifu. Was ist denn W für eine Waifu-Name? Wer ist denn, wer nennt sein Kind mit W? Veri? Ist Veri ein Name? Würde ich sagen, Veri ist ein Name? Veri gibt's vielleicht? Ja, ich mach das anders, gekehrte Materie. Wer heißt denn? Ich schwöre, es gibt. Wer heißt denn was mit W? Ich weiß auch nicht. Also, ich hab einen Typ mit W. Ich hab auch einen Typ mit W, aber Waifu, was ist denn? Ja, aber ich hab auch keinen mit. Ich hab seit 10 Minuten alles aus der Waifu. White Mann, das ist wirklich. Ich hab eine Waifu mit W. Walter White. Ja, gut gespielt. Digga. Ich glaube, Fanta wird auch irgendwie ein Review machen, deswegen mache ich Wotakoi. Wotakoi? Schreibt man das so? Wotakoi? Es gibt kein Fanta mit W. Ja, wirklich, es gibt wirklich gar keinen. Ja, wirklich. Sollen wir mal Waifus mit W rausbringen, wirklich? Du Wario. Digga, so rein der Up and Wario. Ich schau mich gerade so in mein Zimmer um, ob ich hier irgendeinen Namen sehe. Wirklich. Ob ich hier irgendeinen Charakter sehe, der mit W beginnt. Irgendein Girl. Und Wendy Christ sagt. Bei mir steht nichts, bei jeder Sache. Bei mir auch nicht. Dann könnt ihr euch Sachen callen. Okay. So, callt eure Sachen, die ihr hingeschrieben habt. Bei Anime habe ich Random Review. Ich schwöre, so war ich hier sitze, ich auch. Wirklich. Fanta, dass du dich gehört hättest, ich hab gerade eben gesagt, so, Fanta hat 100% Random Review genommen, ich bin Motorkoi, damit ich aber die vollen Punkte bekomme. More Than a Married Couple. Genau. Ich auch, ich schwöre. Ich auch, ohne Witz. Die heißt mit W? Ja, Watanabe, aber ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt. Ja, Akiri oder so. Oh mein Akiri. Gott. Ja, okay, also ich hab da Veri, das kann wegstreißen, Veri war random, also. Ja, auf. Wen hast du bei Husbando? Warpol aus One Piece. Okay. Oh mein Gott, was ein Call. Ich habe Wakatoshi Uchijima aus Haikyuu. Oh, gut Call. Ja, ich habe Watari, dieser Butler da von L. Was hast du bei Ding? Fähigkeit? Sonst, ich habe Walzer. Ich habe Wasserversteck. Wasserversteck ist gut. Okay, Wasserversteck ist echt gut. Wisst ihr, was ich habe? Ich habe Warhammer aus Attack on Titan. Oh, da. Zählt das? Ich denke schon, oder? Warhammer. Das ist eine Waffe und eine Fähigkeit. Ja, das ist eine Form, ja, ist alles gut. Was so doch? Ja. Was ist Manekui? Wanokuni habe ich auch. Ich wusste nicht, wann das schreibt, wirklich, ich hab das 5-mal neu geschrieben. Ich wusste nicht, wann das schreibt. Wir haben wahrscheinlich das gleiche geschrieben. Aber es zählt. Ja, ich hatte Water 7. Echt? Das war. Okay. Fanta ist ein Flex. Ja, ich wusste nicht von Wanokui. Ich schreibe wirklich. Also, das ist wirklich so direkt. Und bei Erfundener Name hatte ich irgendwie: Werde ich das Main Girl auffriesen können als der unbeliebteste Schüler des Anime? Jo, Fanta, du? Ich glaube, auf jeden Fall. Also, mein V-Wort war, glaube ich, auch halt irgendwie wiedergeboren, aber irgendwie alles läuft in doppelter Geschwindigkeit oder so. Ah, wiedergeboren, bruh. Ja, wiedergeboren ist stark, stimmt. Das ist aber alles, aber die Welt läuft in doppelter Geschwindigkeit. Okay, irgendwie so ist cool, okay. Okay, jetzt end, das kriegen wir hin. Let's go. Okay, Anime-Name. Nani, was? Was ist denn N? So, also das ist, ich hab hier Nana genommen aus Tulofu und Natsun, schreibt man so, warte, Natsuno aus Shiki, Anime-Name mit N, New Game, glaube ich, heißt es so, ein New Game? Fähigkeit machen wir, N, Nebelversteck? Gefundener Anime-Name. New Life with a hot Otaku Sister in my house. Oh mein Gott, Digga, hör doch auf. Wer ist denn so gut drin, wirklich? Hört doch einfach auf damit. Fähigkeiten ist viel zu schwer. Ja, Fähigkeiten ist wirklich schwer. So ja, unsere steht da nicht. Das ist so ein Troll. Ja, dann gehen wir kurz durch und dann starten wir neu.
Ich hab bei Anime-Name Nisekoi. Oh, Naruto, bro. Das ich hab oh mein Gott, ich bin raus. Ich hab wirklich so lange mit Anime geliegt. Okay, was hat die bei Waifu? Nakiri Irina. Also auch stark. Stark? Ich hab Nezuko einfach genommen. Nezuko! Oh mein Gott, ja, simpel. Ich hab Nana aus Tulofu. Wen hatte ich denn nochmal bei Dingen? Bei Husbando hatte ich Nagisa aus Assassination Classroom. Ich hatte Natsuno aus Shiki. Ich hab Nagi aus Pokémon. Also ich hab N aus Pokémon. Geil, wirklich. Oh mein Gott, der Ball ist neben Versteck. Neben Versteck, Digga. Ihr mit eurem Verstecken. Neben Versteck, ich weiß gar nicht, wie ein Charakter heißt, aber ich weiß, welcher Charakter es angewendet hat in Naruto. Nach meinem Meeting mit Chokun wachse ich in den Händen einer Schönheit auf. Was ist Neo, Neo? Das ist krank gut auf jeden Fall. Was ist Neo? Ja, ja. Das ist ein Ding. Ja, ja. Das ist ein Ding aus One Piece? Das ist ein Ding. Ja. Okay. Das ist krank gut. Theoretisch. Ja, ja. Nach meinem Meeting mit Chokun wachte ich in den Händen einer Schönheit auf. Wie mein Bruder Hot und Taco Sister in my house. Damn, beides richtig gute Titel. Dankeschön. Das ist so ein Karma-Anime, den kann man sich anschauen, würde. D, oh mein Gott, okay, D ist wild. Okay, müssen jetzt schauen. Danke an Ronpa, schreib mal so, ich hoffe schon. Denji? Nee, wir machen nicht Denji, wir Denji würde ja machen. Wir machen Dabi. Waifu. Oh, die ist ja schwer mit Waifu. Die Lara? Machen wir die Lara? Okay. Der schwere Fähigkeit, kracht so rein. Der Gott des Todes wiedergeboren als ein... Boah, ich hab ein richtig Standard-Anime. So ist es plötzlich ein Mensch. Bestimmt irgendwann. Oh mein Gott, Digga, was? Wer macht das denn so schnell immer? Ich, Tsukasa, Digga. Komm runter. Tsukasa, wirklich? Das ist ja, du bist ja gefährlich. Death Note bei Fähigkeit ist ja so gut. Ich hab Death Note als Anime. Und Drachenfaust ist ja auch voll gut. Gibt's Dragon Ball, ja, so ein Gokus Fähigkeit. Ja. Ja, ach man. Die hat ja in irgendeinem Film gegettet und die, ach man. Digga, Raifu, die Lara. Ja, Mann, das war nicht. Mach mich weg, du hast ja das hingeschrieben, dass ich das habe. Ja, ich hab extra Davi gemacht. weil ich wusste, Denji wird weggepickt. Ich hab bei Waifu Darky gewählt aus Demon Slayer Staffel 2. Oh, da, yeah. Stimmt, die hieß also. Oh, das ist gut, bis gut kam. Der Film ist auch sehr clean. Der Gott des Todes plötzlich ein Ding. City, okay. Der Durchbruch einer Nation, ja. Ja. Der Gott des Todes ist ein Mensch, habe ich gemacht. Ich dachte. Ey, aber ich schwöre, ich kann nicht schneller. Also. Ich war auch mit Namen war ich überfordert. Also Ortname ist. Wo? Tsukasa. Ja? Also, das ist für deine Verhältnisse ein sehr schwacher Titel. Ich werde nicht lügen. Ja, ne? Aber du machst immer so gute Titel, aber der Durchbruch einer Nation, das klingt wie ein. Digga, ein kritisches Buch, ey. So ein Geschichtsbuch, so. Ich schwöre. So 6. 7. Klasse Geschichtsunterricht, Thema heute, der Durchbruch einer Nation. Hä? Den hab ich 1947 released. Okay. Let's go. Jetzt S. Let's go. Bitte nicht. Das ist doch so schwierig. Oh, keine Ahnung. Ey, wirklich. Er ist so ein wirklich. Oh mein Gott. Geil. Machen wir es online? Wir waschen das jetzt durch. Sword Art Online. Online. Waifu. SS. Sumi? Sumi? Heißt die Sumi? Sumi? Sebastian? Fähigkeit? Super? Kame? Warum fällt mir kein Anime-Name ein? What the fuck? Schreibt man so Kamehameha? Ich weiß nicht mehr, Kamehameha schreibt, keine Ahnung. Erfundener Anime-Name. Super Utaku. Bekommt
das beliebteste Mädchen der Ort, das ist wirklich bodenlos bei mir. Der Schule. Ort San oh mein Gott! Nein! Mir ist gerade eingefangen. Nein! Okay, egal. Okay, ich wollte also, bei Ort, warte, ich muss es ganz kurz holen. Ich wollte gerade Soul Society hinschreiben und ich hab's nicht mehr geschafft. Digga, dass ich da nicht drauf bin, ich bin. Ich wollte ja gerade so da hinschreiben, wirklich. Da jetzt muss ich ganz kurz erwähnen. Anime-Namen, ja. Summertime Rendering, ihr habt alles dort online geschrieben, ja mein. Waifus, Saber, ja, Sumi. Sumi war die aus von der Girlfriend, oder? Die rote. Ja. Heißt sie Sumi? Ja, ja. Ich hab überlegt, mit Z geschrieben wird und mit S. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich hab Shiro aus No Game No Life. Ich hab Sebastian aus hier Black Butter. Aspendus und Goku hab ich. Also wirklich das. Ich hab auch Super Saiyan, ja. Ja, es ist auch. Also ich gut, dass du gerade aus Super Saiyan 3 geschrieben hast, wirklich. Ja, drei, also. Sand versteckt, Digga. Ihr und eure Verstecke, Digga. Ich hab Ort Sunagakure aus Naruto. Ja, auch stark. Oder Sabi Rodia Archipel, was mit dir? Ja, keine Ahnung. Ja, aus One Piece halt, keine Ahnung, wie man das schreibt. Bei erfundenen Anime-Titel konnte ich nicht fertig schreiben, ich war fast fertig. Sonnengott verliert seine Fähigkeiten durch die Liebe eines Schoolgirls oder so. Ich bin übel unkreativ, ich kann da nichts hinschreiben, das tut mir auch leid. Yo, Sister in Love ist my actual ex-girlfriend. Yo, yo. Es gibt Anime, ne? Super Otaku bekommt das beliebte Mädchen der Schule. Die Sache ist, ich kann da gar nichts hinschreiben. Kannst du wirklich den größten Müll hinschreiben? Ich bin voll unkreativ. Das tut mir dann, also. Was ist das erste Wort, was dir einfällt, wenn du an S denkst? An S. Das erste Wort. Sister. ja, gut, Sister ist immer gut. Sister kann man immer sonst, wirklich. Du kannst einfach Sister schreiben. Geht auch klar. Also ja, okay. Ist halt wirklich so. Ja, okay. Ich erinnere mich an eure Worte. Warte, Fanta, bei erfundener Anime-Namen musst du wirklich einfach das erste nehmen, was dir einfällt. So, ja, okay. Wie es klingt. Wirklich das erste. Ich habe da wirklich gerade überlegt und deswegen habe ich nicht fertig gemacht. Ah, wir sehen es das nachher. Okay, let's go. Viel Glück. Good luck. Und der Fun. Oh, K. Können wir durchrushen, glaube ich, hoffentlich. Anime mit K. Oh mein Gott, ich hab einen. K1. Machen wir extra so, K1. Waifu, wie heißt die Kobeni? Kobeni aus. Anime mit K. Kobeni aus die aus. Ach, Kaguya. Ja, Kaguya. Waifu mit K. Hasbendo Kyo. Fähigkeit. Kamehameha. Ort. Ort. Kamehaus. Heißt das so? Ich glaube schon. Und komme mit meinen meiner Traumfreundin zusammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, ich bin so gut! Wir können das nicht spielen. Das macht keinen Sinn. Ich gerade einen Hasbendo schreiben. Ach, Mann. Ich bin so durchgemacht. Drei Sachen. Okay, also, okay, ja, ich kam ja bei Kawan, okay. Ich hab Kitagawa Marin. Ja, ich hab Kaguya. Digga, Kitagawa, immer so. Ich war zuerst Kobeni, wie heißt aus Chainsaw Man schreibt? Ich wusste nie, wie man schreibt. Ich hab einfach Kaguya. Kobeni. Ja, keine Ahnung, wie man schreibt. Ich hab Kaguya hingeschrieben. Ich hab Kyo aus Fruits Basket, der Orangehaarige. Und Kaido aus One Piece. Ich wollte gerade Kobe hinschreiben. Ich hab Kamehameha bei Fähigkeit. Ort ja. Habe ich Kamihaus. Klingt mal ganz sehr stark, ey. Du bist echt stark. Ort habe ich Kamihaus und erfundene Anime-Name. Ich komme mit meiner Traumfreundin zusammen, oh mein Gott. Ja, Digga, das ist ja so gewascht. Das könnte eine Anime-Titel sein, ne? Ja, ist gut. Mahan. Aber war eine krasse Runde. King Kong Gun. Oh, King Kong Gun ist auch stark, Tsukasa. Das ist echt krass. Digga, die ganzen Attacken hätte ich gar nicht drauf, weil da gibt es bestimmt für jeden Buchstaben was. Ja, so. Von Buffy wahrscheinlich nicht ganz, aber von vielen zumindest, ja. Mhm. Es geht auch sowas wie Gear 1, 2, 3, 4 und sowas geht da natürlich aus. Das gibt's einige Möglichkeiten. L. L, Anime-Namen mit L. L.
Digga, mit L, hä? Digga, L. L, Mann, L. Verarsch mich doch nicht, sag mal. Sag mal einer was. L, Junge, der Name L. Überschlagt, danke. Digga, aus Death Note. Levi. Ja. Lala. Ja, wir haben mir gerade schon bei Anime. Ort, erfundener Anime-Name mit L. Ist ein Anime-Ort Luxemburg. L. Was gibst du mit L? Sag das mir doch bitte. L. Ich habe ausgesehen, glaube ich, gerade gespuckt. aber ist okay. L. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Link-Klick. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so gebrainstormt gerade. Fähigkeit. L. Ich bin ganz. Ich bin bei Latenz. Latenz. L. Sag mir doch endlich was, bitte. Bitte, ich brauch was mit L. Fähigkeit, Waffe. Waffe geht auch. Waffe geht auch. Langschwert. Langschwert. I guess. Love my sister too hard. And I'm. Love my sister too hard. And I'm. Otaku. And I'm and she is my stepsister. Mir fällt gar kein Anime-Ort ein mit L. Ich sehe gar nicht. Habt ihr einen Ort? Mir fehlt auch nur noch Ort. Digga, was für nur noch Ort, Alter. Digga, chill mal so, du Digga, warum stresst Fertig. Du so auch? Digga, was für, Digga? Nee, oh mein Gott, fehlt mir eine Fähigkeit, Schwert ist, Waffe ist nicht so. Stark, vielleicht ändert es nochmal. Schwert, Digga. Ich hab ein Schwert eingeschrieben, ja, ich hab ein Schwert eingeschrieben. Oh mein Gott, Digga. Lock Horizon, wirklich. Ach so, doch? Ja. Stark. Dankeschön. Also, wir reden nicht also, über meinen Anime. Also reden wir über Hentai, also lass mir einen Hentai auch zählen? Ja, safe. Okay, Wanda, okay. Also, ich hab gesagt nein, aber okay. Lolita Anime 1, das allerechte. Lion ist, Erster Machi. Ich hab Lust auf Fairy Tail. Denn Lala, ja, aus Tulefu, Lala. Ja, ich weiß, natürlich. Ich hab Luca auch Steins Geld. Ich hab Levi Ackermann, also ob man dann Levi hat. Ich hab euch Fairy Tail, nur für Logia. Also One Piece, die Logia. Ja, es ist so gut, das ist so gut. Lavandia heißt das? Das heißt Lavandia. Ach, Mann. Digga, Logia ist so gut. Logia, sag ich. Was sagt ihr zu meiner Fähigkeit? Was ist Lavandia oder Lavandia? Digga, aus Junge, geil. Pokémon. Aus der Folge. Junge, ich hab die heute geschaut. Leute, machen wir bitte ohne. Digga, ist so gut. Liebes Geschenk ist auf dem Friedhof, aufstark. Laune ist am Arsch, aber leben muss ich trotzdem. Digga, die Fähigkeiten töten mich. Oh nein. Also, das ist so gut. T, let's go, Renner. T. Anime T, warte. Ich bin ganz bei Tetris. Tetris. Oh mein Gott, Das kann doch nicht sein, dass ich lange brauche. Toru. Ich hab bei Anime habe ich einen ganz safen, den nimmt keiner. Toru. Aus Fruit Spice Cat. T, Boy. T, gibt's einen Boy mit T? Boy mit T? Oh mein Gott, ich hab einen. Fand er wird mich so lieben dafür. Schreibt man Toshiro so? I guess. What? Oh mein Gott, warum fällt mir nichts ein bei T? Oh mein Gott, was? Talent, jedes Girl rumzubekommen. Als Otaku. What? Otaku muss man immer random reinschreiben. Einfach Otaku einfach reinschreiben bei Ort. Bei erfundener Name. Ort mit T. Fähigkeit. Machen wir jetzt hier das Fähigkeit. T, gibt's auch was mit T? Titan? Das zählt wahrscheinlich nicht. Titan zählt wahrscheinlich nicht. Titan, Verwandlung. Diskutieren wir gleich. Und T, Ort? T ist ja heavy. Oh, es bricht mich wirklich. Was gibt's mit T für ein Ort? Taverne? Taverne? Schreibt man das so? Oh, kein Plan. So. Digga, hört doch auf, Digga. Oh. Ach, man kam wirklich.
Tulafu. Tulafu ist dann mein Guess, da musst du doch denken, du musst doch smart sein, dass ich Tulafu bin. Ich hab Toru aus Fruits Basket. Ich hab Tsunade aus Naruto. Oh, wild. Toshiro. Er ist doch nicht Chiro, Digga. Ach, Mann. Ich wollte Toshiro. Ach, Mann, ja. Ja, stimmt. Dann, ja, ich meine, du wirst, wir wussten ja, wen du meintest. Echt? Okay, let's go. Leute, Tensei Gan ist so stark. Digga, das ist, ich... Tensei Gan ist Titan! Digga, das ist, also Taverne, wirklich, ich reiß mir gleich den Arm aus. Ich bin, also... Ich hab noch eine Frage bei Orten. Ja? Und zwar... Es kommen ja in Anime gehen die ja immer wieder in random Orte einfach und dann kann man dann einfach ja dieser Ort und von dem man ja, ich frage, ich wollte yeah. ich habe Taverne geschrieben, aber wenn du die Sinsex hast, dass ihr wisst, was ich meine. Ich habe auch Sint geschrieben, statt Sint, aber egal. Das doch ist Trost aus Attack on Titan? Ja. Ja, okay, ja, doch. Trost, oh mein Gott, Trost ist so krass. Haben die das Taverne genannt? Also ich meine, es ist klar, was gemeint ist, aber haben die nicht Bar gesagt oder so? Taverne hat noch einen Namen gehabt, der hieß Taverne irgendwas. Irgendwas. Ja, aber hieß Taverne, sagst du? Ja, die hieß Taverne, aber ich wusste nicht, ich wusste weiter Namen nicht. Ich glaube, Taverne zum Schwein oder sowas, keine Ahnung. Tale of the Best One, oh, Aufschlag. Tod aber dann gegen Leben doch irgendwie weiter, aber in einer anderen Welt. Aufschlag, Fanta. Ich bin einfach sauer auf mich selber. Vor allem bei Fähigkeiten bin ich sauer auf mich selber. Ach, schon vorbei. Siegesehrung. Ich bin Erster! Mit 5. Babuz! Ey, du hast 185 Punkte, hä? Ja! Woher denn bitte? Weiß es nicht, ich hab doppelt so viel wie du! Hä? Junge, 5 Punkte hinter Kam. Weil ich ein guter Spieler bin. Digga, ist das schwer. Ja, das ist wirklich schwer. Also, jeder, der sagt, das ist einfach so, das erstmal selber spielen, wirklich. Ja, das ist wirklich. Vor allem, wenn man dann nur so Leute wie euch in der Lobby hat. Junge, ich hatte von der Hälfte der Runde, hatte ich nur die Hälfte der Sachen angeklickt. So, das war's mit Stadtland Fluss in der Anime-Edition für heute. Aber wir haben noch so viele Runden gespielt, dass ich noch locker ein zweites Video hinbekomme. Das kommt mir wahrscheinlich dann nächste Woche online, also freut euch schon mal drauf. Vergesst nicht, meinen Twitch abzuchecken, der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Stream.